Namaste, Namaste, herzlich willkommen, liebe Freunde beim KIMI-Report Montag, 9. Oktober 2023. KIMI-Report, die Geschichte hinter der Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Das hatten wir mit sehr viel Wind allerdings und das hat mich ein bisschen drinnen sein lassen und das hat dazu geführt, dass ich seit 3 Tagen intensiv an dem Text der Retrospektive unsere Adventsvorstellungen nur 3-mal in Ochsen, in Rappi bei Bern, in der Konserve in Seeon und in der Hofmatt in Basel. 3., 9. und 10. Dezember Exklusivvorstellungen, völlig neues, wie jedes Jahr. Adventprogramm mit politischem Rückblick auf das vergangene Jahr. Tickets unter info@männerpraxis.ch. Bis dato natürlich die Fortsetzung des Fuchses am Krötenteich, 27.10. in Wagenhausen, 28.10. in Amriswil, das die im Oktober, dann 2., 3. November in Altdorf, 4. November in der Linde in Einsiedeln, 9. November in Herliberg und am 10. November, 10. 11. die Derniere in Beromünster. Tickets unter info@männerpraxis.ch. Ja, ich bewundere die unglaubliche Flexibilität, die Politiker haben, also das ist wirklich, das muss eine Gabe sein, die kann man sich gar nicht erarbeiten, die muss einem in die Wiege gelegt worden sein. Und ich denke jetzt vor allem an Bundesminister, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der wirklich die menschgewordene, die inkarnierte Version einer genialen Hyperflexibilität geworden zu sein scheint. Jetzt haben wir doch, ich würde sagen, das ganze 2023, wenn nicht schon das 2022, gehört, wie absolut wichtig zur Rettung des Klimas, ja zur Rettung der Welt, dieses neue Heizungsgesetz ist mit praktisch de facto obligatorischem Einbau von Wärmepumpen und entsprechend nötiger Gebäudesanierung bis zur Klimaneutralität, weil einfach eine Wärmepumpe einzubauen, das bringt ja nicht besonders viel wärmetechnisch, wenn überhaupt, wenn dann die Wärmepumpe in der Lage ist, überhaupt so ein Gebäude zu heizen, das sonst nicht saniert ist. Das geht ja in der Regel über eine Bodenheizung, die muss man ja in älteren Gebäuden ja auch einbauen. Aber er dreht tatsächlich um, ja nicht 360 Grad, sonst würde er immer noch das Gleiche fordern, also sein Gesetz unterstützen, wie das seine Kollegin, die im Sternzeichen des Baerbocks geborene Annalena, sondern nein, wirklich 180 Grad. Er sagt, er hätte so viele menschliche Schicksale kennengelernt. Und da sagt er, es macht erstmal nur abstrakt, aber logisch, was das bedeutet, weiß ich nicht, aber darum ist er ja Politiker und nicht ich, sind schon die am schlechtesten isolierten Gebäude zuerst zu sanieren. Aber er hätte festgestellt, dank seiner großen politischen Erfahrung, dass gerade in den am schlechtesten isolierten Gebäuden die ärmsten Menschen wohnen würde. Und denen könne man wörtlich sagen, nicht einfach sagen, hör mal, mein Freund, du musst jetzt dein Haus sanieren und isolieren. Die Wärmepumpe würde ja dann 20.000 Euro kosten, extra plus minus, sagt er. Und dann die gesamte Gebäudesanierung bis zur Klimaneutralität. Nochmals, 200.000 Euro, das sind Zahlen, die ich vom deutschen Bundeswirtschaftsminister habe. Ich bin nicht Gebäudetechniker, aber man soll ihm ja glauben, oder? Und das wäre tatsächlich nicht zumutbar. Jetzt frage ich mich einfach, lasst mich das in euren Kommentaren wissen, wie kann man über Monate debattieren über ein neues Heizungsgesetz? Und wenn es dann schon quasi verabschiedet ist vom Bundestag, wie das geschehen ist, dann sagen, ja nein, das geht doch nicht, also er sagt zwar auch, wir haben ja dann die Fördermittel versprochen für die Wärmepumpe und wir fördern natürlich auch die Gebäudesanierungen, aber irgendwann mal kann man das nicht alles fördern,
weil das Geld nicht mehr aufgetrieben werden kann, sagt Habeck, der deutsche Bundeswirtschaftsminister. Und das geht dann natürlich nicht, dann, dass die Bürger und Bürgerinnen diese großen Lasten tragen würde. Jetzt muss man sich fragen, ja, was ist die Motivation? Also qui bono, wem nützt jetzt das, wenn er da wirklich diesen 180-Grad-Turn macht in aller Menschlichkeit, die wir gar nicht absprechen wollen? Es gab ja dann noch eine Frage in diesen Tagen in den Medien. Herr Habeck, möchten Sie Bundeskanzler werden? Und er sagt dann, ja, die Legislatur ist jetzt knapp bei Halbzeit und in diesen schwierigen Zeiten gelte es, politisch höchst konzentriert zu bleiben, und er sei gern Bundeswirtschaftsminister. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er in diesen Tagen Insolvenzanmeldungen plus 19% bereits Insolvenz eingetreten, plus 11% gegenüber dem Vorjahresmonat. Also wie kann man da in diesen Tagen gut und gerne Bundeswirtschaftsminister sein? Vor dem Abschalten der AKWs hat Deutschland für 600 Millionen Euro Strom exportiert. Seit der Abschaltung der AKWs 15. April 2023 haben sie für 2 Milliarden Euro Strom importiert. Also das ist schon wirklich eine große Aufgabe, und Habeck muss ein großes Herz haben, wenn er sagt, ich bin gern Bundeswirtschaftsminister. Aber wenn jemand so spricht, muss man schwer davon ausgehen, dass er sehr gerne deutscher Bundeskanzler werden möchte. Bei den nächsten Wahlen, er würde dann Nachfolger von Olaf Scholz werden, der ja auch wieder ganz massiv im Rampenlicht steht wegen diesen Cum-Ex-Geschichten, Warburg-Bank. Vor Jahren war Olaf Scholz ja Hamburger Bürgermeister, und da hat die Warburg-Bank irgendwie, das war bestimmt nur Flüchtigkeit, vergessen, 48 Millionen Euro zu versteuern. Und die Finanzadministration, schwergewichtig SPD in Hamburg, hat dann gesagt, ja, das kann passieren, das machen wir mal den Schwamm drüber Blues. Und Tage später, um die Toten Hosen zu zitieren, an Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit, waren dann 45.500 Euro auf oder in der Parteikasse der SPD, neu von dieser Warburg-Bank. Aber von 24 Fragen in einem Ausschuss hat Scholz, die Quelle ist die CDU, also vorsichtig, offenbar 22 Mal geantwortet. Er könne sich nicht mehr daran erinnern. Also ich denke, Habeck wäre ein durchaus würdiger Nachfolger von Scholz. Der eine kann sich nicht mehr an versäumte Steuerzahlungen erinnern, der andere weiß nicht, was Insolvenz ist. Also immerhin wäre das Kontinuität im Kanzleramt, und das Kontinuität ist ja etwas sehr Wichtiges. Nur wenn Kontinuität ist, kann der Abbau von Deutschland wirklich kontinuierlich weitergehen, eben dank dieser Kontinuität. Also ich denke, er hat schon Ambitionen, und das Beste, was natürlich passieren kann, ist, wenn er wieder mehr Stimmen bekommt. Er möchte natürlich primär nicht die Brieftasche der armen Leute schonen, sondern er möchte deren Stimmen wieder bekommen, weil die Umfragen sind schlecht für die Grünen, für die Ampel generell. Und dann kann man sich schon mal von der wirklich milden Seite zeigen. Und das Beste ist eben eine starke, wieder starke grüne Partei, die vor allem vor dieser noch desolateren SPD steht. Dann zweitens braucht er eine schwache CDU, und Merz, der den haut es von einer Leitplanke in die andere rein. Also er ist sehr oft, es gibt eine neue Einheit, ein Friedrich Merz, das ist von einem Fettnäpfchen zum nächsten. Und er braucht er sogar eine, wir haben das ja auch schon thematisiert in einem Video, vielleicht braucht er auch tatsächlich eine Wagenknecht-Partei. Und das wäre natürlich gut, weil da bin ich überzeugt, dass doch einige Prozentpunkte von den AfD
Wählern, theoretischen Wählern, es sind ja keine Wahlen jetzt, zur Wagenknecht-Partei rüber switchen würden, also Swing-Wähler würde man das in Amerika nennen. Und das, ja, also die Wagenknecht, die mag ja eine gute Rede gehalten haben an der Friedensdemo, aber sie ist natürlich auch jetzt nicht gerade die Repräsentantin der freien Marktwirtschaft. Sie ist eine Linke, sie ist planwirtschaftlich eher ausgelegt. Und ich kann mir ja wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Wagenknecht sich das antut, eine Partei zu gründen, die lediglich Oppositionspolitik machen soll. Ich denke nicht. Wenn, dann möchte sie regieren, mitregieren in einer Koalition. Und die wäre dann vielleicht nicht gelb, rot, grün, sondern ich weiß nicht, was Wagenknecht für eine Farbe wählen würde, wenn sie denn eine Partei gründen würde, nennen wir mal Purple. Also das wäre dann eine purple-grün-rote Koalition. Und dann könnten alle ihre Pfründen weiterhin behalten, ihre Diäten, wie man das so schön nennt, und in schönen linken Gleichschritt weiter regieren. Also ich bin da sehr gespannt, was wir da noch alles für wohlwollende Töne hören werden für das doch arme und so geknechtete Volk. Die NZZ schrieb auch in diesen Tagen, in Deutschland explodieren die Strompreise. Das ist Zitat NZZ. Also nichts da vom Einkaufen vom billigen französischen Atomstrom, weil die Franzosen, die haben ja den Putsch im Niger an der Backe, die Uranversorgung, keine Ahnung, also die Mainstream-Medien, die schweigen das irgendwie aus. Es gibt ja jetzt wieder ein neues, ich möchte das nicht wirklich makaber darstellen, aber es gibt jetzt wieder einen neuen Krieg im Nahen Osten. Schrecklich natürlich, ich lasse mich da überhaupt nicht drauf ein, weil ich habe es zur Kenntnis genommen, aber das ist so ein heißes Pulverfass, das braucht ja Tage allein, um das zu recherchieren und da ein bisschen durchzublicken. Aber es dient vor allem eben auch von den vermeintlich kleineren Problemen, eben woher kommt jetzt das französische Uran, 40% kam aus dem Niger, die haben mit Frankreich im Moment zumindest massiv gebrochen. Und, aber jetzt zurück zum Thema. Also ich ziehe meinen Hut von dieser unglaublichen Haltungs- und verbalen und linguistischen Flexibilität, die dieser Robert Habeck an den Tag legt. Das ist schon rhetorisch, also große Klasse. Und es bleibt sehr spannend, wie das weitergeht. Offenbar merkt man jetzt, ist es dank diesen Umfrageresultaten, wo die Blauen so massiv hochschießen, dass wieder irgendwo die Füße wieder auf den Boden kommen, ist es nur Eigennutz? Das ist es ja eben, liebe Freunde, wir haben es mit einer ganz speziellen Spezies zu tun und das sind Politiker und Politikerinnen. Und das muss man ja auch erstmal werden wollen. Da braucht es ja auch eine gewisse Genetik dazu, dass man sich das antut, schon alle diese Sitzungen und diese Kompromisse und diese Traktanden und diese Protokolle und dieses Bückling machen und dieses Aushalten und dieses abgeschmiert werden. Also das ist schon, ja, das ist schon heftig. Und ich denke, wenn man dann mal auf einem gewissen Machtfahrwasser ist, dann denkt man sich, ja, vielleicht nehme ich jetzt das Paddel in die linke Hand statt in die rechte oder umgekehrt, um nicht an einem Riff zu zerschellen. Also, liebe Freunde, ich wünsche euch von Herzen einen tollen Start in die neue Woche. Ich mache mich wieder ans Schreiben. Und genießt, offenbar soll das Wetter immer noch hervorragend sein in der Schweiz, was mich natürlich nervt, weil es ist einfach kein Gabarett-Wetter. Und ich habe ein paar Freunde wirklich gebeten, sie sollen das Wetter mal ein bisschen verändern, da dass die Leute wieder Lust bekommen, Tickets für eine Indoor-Veranstaltung zu bestellen. Das ist ja eine Frechheit, was da für ein Wetter ist in der Schweiz im Moment. Also, Amandla Avetu from South Africa, where the crowd is loud and black is proud. Mein Name ist Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos, salizame,
man sieht sich.